Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 20 hier bei Fini Zockt. Problem hat sich von allein gelöst, ich weiß nicht, ob es in dem anderen Video noch drin ist. Im nächsten Moment war es einfach wieder da. Aber wir spielen jetzt auch als Gast gegen Hoffenheim. In was eigentlich, ich würde sagen in Schwarz. Gegen ein Hoffenheimer Blau. Diesmal darf Osako spielen, allerdings hätte ich gerne rechts außen jemand anderen, und zwar statt Eggestein vielleicht. Haben wir denn einen rechten Flügel noch irgendwo? Goller ist einer. Ich würde sagen, statt dem spielen mal Timo Pücki, und du darfst dann. Ja gut, Tempo. Sind sie beide gleich weit? Ich glaube. Ja, wir lassen es dann doch mal so. Bevor wir dann noch einen Fehler begehen, wir lassen es lieber. Okay. Rein ins Spiel. Vorher kommt wie immer die Trainingseinheit. In dem Fall ein Flachpass in Bronze. Naja. Nicht meine Spezialität. Ich weiß nicht, was das Ganze soll. Ist mir exakt Schnuppe. Rhein-Neckar-Arena, Pre-Zero, glaube ich, heißt es jetzt mittlerweile. Nicht mehr Virsol, genau, Pre-Zero-Arena. Spieltag 2, TSG Hoffenheim gegen den SV Werder Bremen. Die Kommentatoren sind wieder nicht Wolf Fuss und Frank Buschmann. Fuss, nein, Fuß. Das ist jetzt die Osttribüne. Sondern ich, das werde ich vermutlich jedes Spiel wiederholen. Mit mir müsst ihr Vorlieb nehmen. Ihr seht, wer ich und Belfodil. Wer Morales ist, habe ich keine Ahnung. Bittencourt spielt die Realität für Bremen. Stimmt, da können wir mal gucken, was das für eine Position ist. Bundesliga, es wird geguckt auf José Morales und Davy Klaassen. Das ist mir recht. Das dürfte vermutlich José Morales sein. Werde unschwer zu erkennen in Schwarz unterwegs. Und da kommt auch schon der Kapitän Kevin Vogt, der in der Realität auch in Bremen spielt. Was ich mir auch gerade überlegt habe, vielleicht ist ja Davy Selke ein Mann für die Außenbahn. Mal gucken, das hier ist jedenfalls Moisander, Werder Captain. Aufstellung Hoffenheim, Baumann im Kasten, davor Brené, Hübner, Vogt, Bicacic und Karaschabek, dann Rudi und Samasiku, Bittencourt. Und das seht ihr schon, Belfodil Morales, ihr habt schon gesehen, Ersatzpunkt noch schnell, Benke, Hüser, Grifos, Scholloy, Nordwey, Bebu, Adamian. Man hat gesehen bei Bittencourt in seinem kleinen Passbild, dass er ein Bremen-Trikot anhat. Pavlenka im Kasten, davor Augustin, Zilmer, Toprak, Toprak und Gebre Selassie, dann Klaassen, Şahin, Eggestein und vorne dann Rashica, Osako, Pücki. Ersatzbank lautet Füllkrug, Pizarro, Harnik, Bartels, Markfrede, Wilkovic und Langkamp. Wir gehen rein ins Spiel. Anstoß mit der Nummer 10, Andrej Kramaric, wenn ich das richtig erkannt habe. Rudi jetzt am Ball für Hoffenheim, und Werder holt ihn sich zum ersten Mal. Osako ein wenig unflätig gestoppt, würde ich sagen, von Leonardo Bittencourt. Rudi. Immer noch Rudi, Ball ist ja für 5 Sekunden nicht mal weg gewesen. Ein schnelllebiger Ballgewinn und Verlust. Davy Klaassen auf Timo Pücki, der hat den Zug zur Mitte, er soll aber eigentlich außen bleiben, das wird jetzt interessant. Eggestein. Schuss, aber gehalten. Nochmal Ludwig Augustinsson. Osako geblockt. Schade, das war jetzt mal ein schöner Schuss, wenn auch eine sehr gute Parade von Oliver Baumann im Kasten, 1899, Hoffenheims. Die in Blau unbekümmert weiter angreifen. Toprak stellt sich der Welle in den Weg. Milot Rashica wählt den Weg nach innen. Das war Käse, jetzt auf Timo Pücki. Der bedeutend langsamer ist als sein Gegenüber. Davy Klaassen, naja, geblockt. Nicht ganz so gefährlich wie erhofft. 16. Minute. Dann mal der neue Mann Morales am Ball.
Da stellt einer den Schlappen rein, wenn auch nicht ganz erfolgreich. Jetzt die erste Abschlusschance durch Sebastian Rudi für die TSG 1899 Hoffenheim in strömenden Regen von Sinsheim. Und das war ein fahrlässiger Ballverlust von Davy Klaassen. Und da fragt man sich doch echt, wie konnte er den nicht machen? Das war eine Chance frei Haus und schon wieder Fehlpass in der Werder Defensive, aber Belfodil wird noch gestoppt vor dem Abschluss. Pavlenka jetzt auf die richtige Seite raus, das ist gut so. Das war die sichere Variante. Gebre Selassie auf Timo Pücki, wenn er es denn schafft, er schafft's. Jetzt wieder Gebre Selassie auf der Außenbahn unterwegs. Pücki abgelegt für Eggestein. Schuss! Ah! Oh. Wunderbarer Abschluss. Leider ein paar Millimeterchen zu hoch über den Kasten von Oliver Baumann. Maximilian Eggestein. Okay, jetzt weiß ich auch, dass er der ältere und der bessere von den beiden Eggesteins ist. Das kann ich mir nie merken. Das sind nur mal Zwillinge. Das ist so für mich ein Paradoxon. Also nicht, weil es Menschen sind, sondern weil ich die einfach nicht auseinanderhalten kann. Okay, Shahin. Raus auf Rashica. Flagge bleibt unten. Timo Pücki kommt nicht mehr ran. Ball geklärt von Samaseku. Der hat jetzt auch seine Grottenrübe dazwischen. Belfodil auf Brené. Ach, das ist Brené. Das ist gar nicht Samaseku. Und Klaassen macht schon wieder hier einen auf. Ich gebe den Ball her. Wer will ihn nochmal? Wer hatte ihn noch nicht? Jetzt auf Yuya Osako. Flanke in die Mitte. Kopfball nicht möglich. Klaassen! Jetzt sitzt er! 1-0! Werder Bremen. 37. Minute. Davy Klaassen und das Hoffenheimer Stadion. Die Bremer Fans rasten aus. Hoffenheim wird langsam ruhig. Da sieht man den Werder-Block in der Kurve. Nordkurve. Geklärt, genau vor die Füße von Klaas und der zieht einfach mal ab. 0-1 für Werder Bremen. Wunderbarer Schuss, nichts zu halten für Oliver Baumann im Kasten der TSG. Und Jaime Hallgrímsson kann sich freuen. Erstes Saisontor, weil auch das erste Werder-Tor überhaupt. Und ihr seht, es sind nur noch die Werder-Fans zu hören. Jetzt ist mal wieder gar keiner zu hören. Auch schön. WLAN-Netzwerkverbindung wird unterbrochen. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Die Bonus für FIFA brauche ich keine. Danke. Milot Rashica wieder am Ball. Flankt in die Mitte und das ist 2-0. Yuya Osako. Wie hat er den denn gemacht? Mein lieber Herr Gesangverein. Also. In der Brust angenommen, ja, schaut euch das mal an, da gibt es sogar die Dreifach-Replay-Variante. Angenommen und drüber. Da freut es sich Jaime Hallgrímsson und auch das erste Tor für Yuya Osako. Belfodil. Klaassen dazwischen, diesmal ohne den Ball wieder zu verlieren. Nuri Sahin schafft es durchzustecken. Ich wollte noch sagen, versucht es, aber er schafft es durchzustecken. Auf Milot Rashica. Jetzt aber schon wieder Leonardo Bittencourt am Ball. Morales. Auf Karajabek. Bei der Žabek, das war hart an der Grenze, Pavlenka und Moisander. Jetzt ist Pause, so wie ich das sehe. Und eine eindeutige Führung für Werder. Es steht zur Pause in Mainz 0-2 gegen Gladbach, in Düsseldorf 0-2 gegen Leverkusen, Augsburg 1-0 gegen Union und Paderborn 0-1 gegen Freiburg. Schalke Bayern läuft noch nicht. So die Ergebnisse zur Pause in den anderen Arenen, Stadien und Spielorten.
Augustinsson auf Rashica. Der holt ihn sich gleich wieder gegen Kaderabek. Flanke in die Mitte. Osako fliegt zum 13-0. Yuya Osako. Mein lieber Herr Gesangverein, ich sag's nochmal. Was der heute für Tore macht, die konnte ich den letztes Mal rauslassen. Alter Schlappen. Quer in der Luft. Ein Japaner, leichtfüßig wie immer. Ich erinnere mich daran, einen Artikel aus der Bild-Zeitung bei der WM14 gegen Griechenland beim 0-0. Da war ein Bild. Giorgos Samaris, 2 Meter, 4-stämmiger Innenverteidiger. Und über ihm quer in der Luft Yuya Osako und Eiji Kawajima, der Torwart. Beide waagrecht in der Luft gesprungen. Japaner sind klein, leichtfüßig, intelligent und flink. Und das zeigt Yuya Osako hier definitiv auch, dass er ein typischer solcher Klischee-Japaner ist. Aber in dem Fall ist es ja gut für euch, gut für uns, dass er genau dies ist. Jetzt Temo Pyki flankt auch mal hinein. Osako zum dritten. Den hätte Baumann gehabt. Da war er zu arg bedrängt. Oliver Baumann mit dem Abstoß auf den Kopf von Niklas Moisander. Rashica. Nuri Şahin auf Timo Pyki. Pyki. Hier in der Mitte mal einmal rumgespielt auf Augustinsson. Glasen. Wir suchen die Lücke. Und das war schon mal nichts, weil da ein Fuß dazwischen war. Und nun kann also die TSG kontern. Auch wenn sie das einfach mal komplett verschläft. Das nächste Bremen-Spiel ist zu Hause gegen Augsburg. Oben links in der Box zu lesen. Vorteil für die TSG. Davy Klaassen schickt Pyki auf die Reise. Ja, 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 ja! Sitzt, sitzt, sitzt. Oben sind wir da, geht so. Tottenham, aber das war doch mal was. Wieso kommt Baumann da raus? Was macht er davon? Der hat da absolut nichts verloren. Er kommt raus und Pyki sagt natürlich Dankeschön, auch wenn es haarscharf am Boden vorbeigegangen ist. Am Pfosten meinte ich, am Boden. Am Pfosten vorbeigegangen ist. Schaut mal. Eieieiei. Das ist das erste Saisontor für Timo Pyki. 4-0 habe ich vorhin gerade Davy Klaassen gesagt, da korrigiere ich mich. 4-0 für Werder, 67. Minute. Ich würde sagen, der Deckel ist drauf. Und Hoffenheim, naja, mal schauen, was die jetzt da so machen. Bis von besonders viel nehme ich mal nicht an. Aber das ist ja dann auch ganz gut so. Eggestein verliert den Ball. Kaderabek kommt nicht dran, weil Hübner quert. Milot Rashica. Augustinsson, schlau gespielt von Werder. Geflankt. Baumann dazwischen. Pyki schießt auch nochmal. Nächster Kopfball, aber diesmal war es nichts. Finn Bartels. Nein, halt. Erst Elsaid Hüsey kommt rein für Joshua Brené bei Hoffenheim. 75. Minute. Und der Wechsel bei Werder. Finn Bartels für Davy Klaassen. Und dann hätte ich persönlich gerne noch einen dritten Wechsel. Deswegen gehe ich jetzt auch hier raus. Es geht Yuya Osako. Für ihn wird kommen Claudio Pizarro. Das ist der letzte Wechsel. Habe ich noch irgendwas gemacht? Ich habe gerade gedacht, was gibt es jetzt? Nee, ich habe es richtig gemacht. Gut. Also, das ist gleich der dritte Wechsel. Pizarro für Osako. Abschlag Baumann auf den Kopf von Niklas Moisander, der aber nicht kontrollieren kann, sondern einfach nur hinten rausköpft. Adamian Sergis, Sergis. Auf Eggestein. Nein, Eggestein. Ich sag immer Eggestein. Weiß gar nicht warum. Pizarro kann den Ball nicht kontrollieren. Hüsey. Rudi. Belfodil. Morales. Und das ist faul. Ganz klar.
Und Freistoß Morales, Nummer 10. Und Pavlenka muss mal die Hand hinhalten. Ich glaube, das ist sein erster Ballkontakt aus seiner Spielsituation heraus am heutigen Abend. Also am heutigen Tag, nicht heutigen Abend. Wenig böse auf Samaseku. Und dann ist da das 1:4. Weil ich in der Mitte nicht aufpasse mit Gebre Selassie, kommt Belfodil in der 84. zum 1:4. Ehrentrefferchen, würde ich sagen. Jetzt Pizarro. Rashica. Quer gespielt. Und da ist schon wieder ein Ballverlust. Wir sollten den Sieg jetzt mal lieber nicht herschenken, denn wenn die so weiterlaufen, wird das noch gefährlich. Kevin Vogt flankt in die Mitte. Aber Pavlenka hat den Ball. Sicher, das gibt Foul. Aus Sicht von Hoffenheim. Und Freistoß für Werder. Jiří Pavlenka gibt den Ball ab. Moj Sander schickt noch einmal Milot Rashica. Auf Pizarro. Und er scheitert an Oliver Baumann. Schade, schade. Das wäre wieder was gewesen. Vom Oldie hier noch ein Tor zu sehen. Bisschen Zeit ist noch, aber ich glaube nicht, dass das hier noch etwas wird. Denn die Nachspielzeit ist abgelaufen und Werder siegt mit 4:1 in Hoffenheim. Das war's mit dieser Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis denn. Tschüss.